Ich bin Stadtforscher, das habe ich schon erwähnt. Ich habe mich am Ende meines Studiums der historischen Urbanistik spezialisiert auf Mobilitätsgeschichte und habe mich da eigentlich schon interessiert für die Geschichte der Fahrradmobilität. Und nach Abschluss hatte ich eigentlich vor oder hatte ich überlegt, nochmal in die Wissenschaft zu gehen, nochmal in diesem Feld Mobilitätsgeschichte zu forschen. Gleichzeitig habe ich mein Geld verdient als Fahrradstadtführer. Also ich bin quasi vor Gruppen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, habe an verschiedenen Orten Sachen erklärt. Und dabei sind mir in dieser Stadt, in der gebauten Stadt, immer mehr Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, ja, das ist irgendwie, das muss anders. So. Und dann gab es einen Moment, da wurde ich angefahren. In meiner Tätigkeit als Fahrradstadtführer wurde ich überfahren oder angefahren. Und da ist der Entschluss dann in mir gereift, eigentlich, dass ich nicht nur das Ganze wissenschaftlich bearbeiten muss, sondern dass ich auch irgendwie politisch da was machen muss. Ich möchte gerne eine gerechte Stadt haben. Eine gerechte Stadt, die Zugang zum öffentlichen Raum, Zugang zu öffentlichen Ressourcen, Zugang zur Daseinsvorsorge für viele Menschen bietet. Ich selber bin auf dem Gebiet der Mobilitätspolitik, der Veränderung des öffentlichen Raumes aktiv. Es gibt allerdings in dieser Stadt sehr viele andere Initiativen, die eigentlich in die gleiche Richtung agieren, aber die andere Politikfelder bearbeiten. Also sehr viele potenzielle Verbündete. Das zusammenzuführen zu einer Recht auf Stadtbewegung eigentlich, zu einer breiten Recht auf Stadtbewegung, die sowohl Einkommensunterschiede als auch andere Ausschlussmechanismen bearbeitet und dort den entsprechenden Druck aufzubauen. Ich glaube, das ist etwas, darauf lohnt es sich hinzuarbeiten. Es gibt sehr viele Erinnerungen, sehr viele wunderschöne Erinnerungen, sehr viele ganz spannende Momente in dieser Zeit, die ich erlebt habe, viele spannende Menschen. Aber ich will vielleicht zwei noch mal ganz besonders herausgreifen. Das eine ist eine gute Erinnerung, das andere ist eine traurige Erinnerung. Aber beide waren für mich sehr eindrücklich. Das erste ist tatsächlich die Abgabe der Unterschriften, beziehungsweise eigentlich der Tag zwei Tage vorher, als wir zusammensaßen. Und niemand wusste eigentlich so genau, wie viele Unterschriften wir haben. Es hatte so eine ungefähre Ahnung. Aber als wir zusammensaßen und diese Ordner über Ordner an Unterschriften gezählt haben und am Ende waren über 100.000 Unterschriften da. Das war also ein richtiger, so ein Wow-Moment, wo ich dachte, puh, das ist richtig gelohnt. Wir sind jetzt, wir haben im Prinzip das geschafft, was wir wollten. Wir haben es politisiert, die Verkehrspolitik. Jetzt gehen wir in den Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl und dann wird sich die Stadt verändern. Das zweite ist ein sehr trauriger Moment gewesen, an den ich mich immer wieder erinnere, weil ich immer wieder an dem Ort vorbeikomme. Wir haben angefangen 2017, 2016 schon für getötete Radfahrerinnen und Radfahrer Mahnwachen zu veranstalten. Und das Ganze war relativ diffus und gegen Ende 2017 haben wir dann beschlossen, gut, wir systematisieren das, wir machen das jetzt immer. Und das war im November 2017, glaube ich, wo eine Radfahrerin in Südneukölln von einem abbiegenden Lastwagen getötet wurde. Und das war die erste Rede, die ich gehalten habe auf einer Mahnwache. Und das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung, weil ich regelmäßig immer noch an der Stelle auch vorbeikomme und mich immer noch daran erinnere, wie wir an dieser Stelle, wo quasi noch die, ja, wo noch die Spuren des Unfalls auf der Fahrbahn zu sehen waren, um diese Spuren herum saßen und um das weiße Fahrrad herum saßen. Und dass ich da immer wieder dran vorbeikomme und mich immer wieder dran erinnere, das macht mich auch einfach stark. Das gibt mir immer noch Motivation, dass ich will, dass genau das aufhört. Und das ist auch einer der wichtigen Punkte, wo ich immer noch sehr aktiv bin, dass wir das nicht mehr erleben müssen. Ich glaube, es gibt drei wichtige Punkte für die nächsten 6 Jahre. Das erste ist, die Bewegung, die wir haben, die wir angefangen haben mit dem Radentscheid und jetzt den ganz vielen Radentscheiden in der Bundesrepublik, das als Bewegung zu erhalten. Dass wir immer in Bewegung sind, dass wir uns auch da neu erfinden, dass wir da vorangehen, dass wir da mehr werden, dass wir dort diese ursprüngliche Theory of Change weiter vorantreiben, nämlich dass wir über die Kommunen Druck ausüben müssen auf die Länder, auf den Bund, dass sich was ändert. So, das zweite ist was ganz Lokales. Ja. Wir haben vor 2,5 Jahren angefangen mit diesen Kiezblocks. Ich will, dass wir in 5 Jahren zurückblicken können oder in 6 Jahren zurückblicken können und sagen können, dort war mal Durchgangsverkehr. Dort war mal kein Baum. Dort war mal kein Parklet.
dort konnten Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule gehen. Ich will, dass wir in der ganzen Stadt Kiezblocks haben. Und das dritte ist etwas, was Changing Cities selber betrifft. Ich wünsche mir, und daran werde ich auch arbeiten und mein Nötigstes dazu tun oder das dazu tun, was ich kann, dass wir uns nie vollständig in eine klassische Organisation verwandeln. Dass wir immer wieder in der Lage sind und willens sind, neue Impulse aufzunehmen, neue Ideen, neue Menschen zu integrieren, ja, und damit letzten Endes diese Bewegung, diesen Bewegungscharakter bei all den auch organisatorischen Schwierigkeiten, die das manchmal bereitet, ja, am Leben zu erhalten, weil ich glaube, das ist auch ein Erfolgsmodell für die Zukunft, ja, für die gerechte Stadt, für die Klimagerechtigkeit, genau das so zu machen. Dieses Balancieren zwischen Aktivismus und Lobbyismus, das weiter zusammenzudenken und da attraktiv zu werden für andere Gruppierungen, für neue Gruppierungen, für junge Menschen, das ist die Hauptaufgabe, die ich sehe in meiner Rolle als Vereinsvorstand, solange ich das noch tue, dafür zu sorgen und das voranzubringen. Und wenn das gelingt in 6 Jahren, dann würde ich sagen, alles richtig gemacht.